Hey Leute, wir sind hier gerade in Hamburg beim Kuscheltierschlachter. Ihr denkt euch, Kuscheltierschlachter? Genau deswegen schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Hallo Maiko. Hallo. Ich habe dir dieses Kuscheltier mitgebracht, das gehört der 6-jährigen Rebecca und das ist ihr Lieblingskuscheltier. Würdest du das auch schlachten? Wenn Rebecca das Kuscheltier noch lieb hat und das somit noch mit Emotionen behaftet ist, dann würde ich es nicht schlachten. Und wenn ich dir diese Dielenmaus geben würde, die bei dir seit 3 Jahren auf dem Dachboden liegt? Dann entspricht sie den, was wir in der Regel alles schlachten. Also es sind alles vergessene Kuscheltiere, die keiner mehr lieb hat und dann werden sie geschlachtet. Okay, dann fangen wir mal an. Genau. Zum Schlachten ganz normales Teddymesser. Der Teddy an sich wird in der Regel als erstes von Accessoires befreit, wie in diesem Fall der Schal, weil den brauchen wir nicht für die Schlachtung. Und dann guckt man, wo die Naht ist und schneidet ihn in der Regel als erstes. Das heißt, wir trennen den Kopf ab, dass wir an das Innere kommen. Dann wird der Teddy ausgeweidet. Was ist das denn? Also das ist ja jetzt ein eher Billigprodukt Teddy. Das heißt, das ist ganz einfache, billige Schaumwolle. Bei älteren Teddys, so wie hier in der Schale drin ist, wurde halt viel Schaumstoff verbraucht, also einfach alte Matratzen. In dem Fall ist es ein kleiner Darm, den wir für den sogenannten Kiezknacker verwenden. Und stopfen die Wurst. Damit das nicht so langweilig nachher im Darm aussieht, empfiehlt es sich von verschiedenen Kuscheltieren, das zu nehmen. Schummelpaket? Nö, es ist ja dann. In der echten Wurst ist ja auch alles drin, was überbleibt. Und fertig ist die Kuscheltierwurst. Wie sind denn so die meisten Reaktionen auf das, was du hier gemacht hast? Also die meisten Leute, wenn sie vorbeigehen am Schaufenster oder auch an der Ausstellung, wo sie gerade ist, sind im ersten Moment immer sehr geschockt. Also sie sehen halt einen Teddy ohne Kopf und können das auch nicht in ihrem Kopf in dem Moment verarbeiten. Und wenn sie dann im Moment stehen bleiben, sich damit auseinandersetzen und vielleicht halt auch ins Gespräch kommen, dann verstehen sie ja halt irgendwann, dass sie jetzt sich gerade selbst überführt haben. Weil wenn sie an der Schlachterei vorbeigehen und da hängt ein halbes Schwein, nehmen sie es wahrscheinlich gar nicht wahr. Also dein Großvater war ja auch schon Schlachtermeister. Siehst du das so, als hättest du sein Erbe übernommen, oder? Das wäre nicht gerade, da mein Großvater tatsächlich noch echte Tiere geschlachtet hat. Aber ich bin ganz dankbar darüber, weil dadurch habe ich schon ein paar der Utensilien, die ich benutze, wie das Hackebeil oder auch die Fleischwölfe, die stammen halt original von ihm. Wieso machst du das Ganze konkret? Also so wie ich es eben schon sagte, ne? Es spielt mit den Emotionen der Menschen, weil sie es halt ganz furchtbar finden. Und sich halt hier total viel Gedanken drüber machen, was denn in meinem Leben jetzt falsch gelaufen ist, dass ich Kuscheltiere schlachte. Aber mittags hatten sie wahrscheinlich gerade irgendwie wieder ein Steak auf dem Teller oder wenn sie auf dem Dom sind, dann essen sie halt auch eine Bratwurst, ohne sich überhaupt drüber Gedanken zu machen, wo kommt denn das gerade her? Gibt es denn auch einen Unterschied bei Reaktionen zwischen Norden und Süden, also von Deutschland? Gibt es tatsächlich. Also speziell die Hamburger sind sehr viel direkter. Und in Bayern, also ich war ja viel in München auch damit, in Bayern ist es halt schon anders. Die Münchner sind sehr viel zurückhaltender. Habe ich auch gelernt, in Bayern wird unterschieden zwischen Fleisch und Wurst. Also eine Wurst ist für einen Bayern eigentlich, oder für einen Bayer eigentlich kein Fleisch. Das Ganze war ja ziemlich interessant. Ich denke, das mit dem Fleischessen überlege ich mir nochmal genauer.